So, hallo, zweiter Versuch bei der Aufnahme. Ich habe bei der ersten so krass gefailt, dass ich mir dachte, dass ich einfach nochmal neu anfangen. So, ja, hier drüben muss noch gemacht werden, genau. Aber erstmal wieder Entschuldigung eben, dass so lange nichts kam. Jetzt kommt auch schon direkt die erste Welle. Dass so lange keine Videos kamen, genau, Topo habe ich hier hingestellt, um zu schauen, ob das klappt. Wenn der Schiss kriegt und wegrennt. Dass wir wieder arbeiten können. Läuft direkt runter. Geht das Topo oder? Sieht so aus? Ja! Es hat geklappt! Topo hört auf zu streiken und will wieder arbeiten. Oh, ist ja ein Stau in der Mine. Gut. Warum wächst denn hier unten Gras? Ho. Fall für Galileo Mystery, würde ich sagen. Okay, so. Was ich nämlich für einen katastrophalen Fehler begangen habe, ich habe einfach mal wieder den Turm ganz fertig geplant. Und dann quasi gehofft, dass sie es auf die Reihe bringen. Also ich habe beide Türme fertig geplant gehabt. Und, nein. Keine gute Idee. Gar keine gute Idee. So, ich habe einen Vorschlag bekommen, dass ich einen extrem hohen Bogenschützenturm bauen soll. Und da habe ich ja schon in Kommentarform drauf geantwortet. Und ich sage es jetzt hier auch nochmal, für die, die es nicht gesehen haben. Ich muss eben nachschauen, wann ich den bauen kann, weil jetzt momentan... Wie viel Holz ist denn hier noch? Drei Bäume, ja gut, soll nicht reichen. Das Problem ist eben, dass es ziemlich lange dauert, so einen Turm zu bauen. Und wenn er dann fertig ist, hat er auch nicht so viel Nutzen. Und deswegen will ich erstmal warten, bis erstmal alles jetzt ziemlich gut gesichert ist. Also bis hier hinten auch mal die Mauer dann fertig ist und bis hier auch mal so halbwegs alles steht. Und dann kann ich gerne einen bauen. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt einen baue, dauert es ewig, bis der fertig ist. Und allzu viel bringt tut er mir im Survival ja auch nicht. Ich könnte ihn eigentlich... Im Sandbox könnte ich ihn eigentlich bauen, aber... Ah, mal schauen. So. Wir brauchen eine Treppe. Und die muss... Wie viele Ebenen muss hier noch oben gehen? Hier kommt dann die Tür hin. Also so quasi. Das kann ich auch schon direkt planen, weil das ist ja egal. Die wird ja eh noch nicht gebaut. So. Ich habe so ein Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Das habe ich immer, wenn ich einen zweiten Versuch starte im Aufnehmen. Also es kommt jetzt wieder wöchentlich, kommen jetzt wieder alle Folgen, also auch Rogue Legacy, Castle Story, da kommt jetzt wieder alles. Ein Bogenschütze fehlt. Irgendwas hatte ich gespawnt gehabt. Genau, genau. Den lieben Kalu. Den hatte ich hier drum hingestellt. Der ist da ziemlich effektiv, weil in der... Wenn jetzt zum Beispiel von hier jemand kommt und die hier das kaputt schlagen, dann sieht es nicht so gut aus. So, also dann kommt hier auf die Ebene, werden dann die hier drauf kommen, dann kommt da drauf die Bretter. Und da drauf kommen die Zinnen. Das heißt, es wird noch vier Ebenen nach oben weitergebaut. Das muss ich gerade eben gerne. Ja, wir probieren sie mal aus. So, und dann kommen noch 1, 2, 3, dann geht's nicht ganz auf, da muss ich noch einen nach vorne machen. Okay, dann müssen wir hier mit dem hier arbeiten, mit den Brückenbögen. Und ab hier nicht mehr. Deswegen bauen die ja nicht weiter, weil die Bogenschützen es blockieren.
Weil die Bogenschützen das blockieren, die Lümmel. Okay. Gut, die kommen hier schon mal voran. Und dann muss ich hier drüben nochmal ab hier. Ne, da können sie gar nicht lang gehen. So können sie durchgehen. So. Nochmal eine Treppe bauen. Damit wir auch hier rüber kommen. Na, jetzt komm. Hier, Brückenbogen. So. Dann baut es hier mal fertig. Ich kann eigentlich noch einen aus der Mine hier reinschicken. Ja, oder Joss, du kannst auch gerne bauen gehen. Hier, oh, ja, Hausmeister. Zack, und da schickt man den anderen Holzfäller rein. Obwohl, wir brauchen eigentlich noch mehr Holz. Ah, noch mehr Holz ist eigentlich keine schlechte Idee. So. Das sollte dann hin, wenn wir das so stückweise machen. Hier hinten wird nicht weiter gebaut, weil das... Oh, jetzt wird angerufen. Kurzer Cut. So, da bin ich auch wieder. Okay, da geht auch schon einiger ran. Ja, ist ja in Ordnung. Der Fortschritt ist einigermaßen akzeptabel. Hier können wir schon mal anfangen, die Brückenbögen zu bauen. Ich finde echt ein bisschen schade, dass man hier nicht so wirklich reinzoomen kann dann später. Also klar, ich kann irgendwie so versuchen, hier reinzukommen oder so, aber... Naja. Eigentlich sieht man das hier drin ja eh nie. Deswegen muss man auch kein Licht reinbauen. Das finde ich noch ein bisschen schade. Wenn es irgendwie auch wirklich mal so wäre, dass man in die Türme... Also, dass es dann einen Grund gibt. Ach, du steckst da fest. Ach, Mensch. Dass es irgendwie so einen Grund gibt, dass man in die Türme oder sonst irgendwo wirklich Licht reinmachen muss. Oder sollte zumindest. Das fände ich noch... Wäre ganz cool eigentlich, ja. Was machst du? Du chillst daneben. Arbeiten. Ab jetzt. Okay. Dasselbe können wir hier drüben auch machen. Und ich überlege immer noch, wie wir das jetzt hier machen sollen mit dem Hauptraum. Tja. Da bin ich mir nicht so richtig sicher. Okay, also wir können hier mit der nächsten Etage weitermachen, mit der nächsten Stufe. So. Okay. Also es wird eben, wie gesagt... Ach nee, Mensch, was mache ich denn? Es wird jetzt eben wieder alles neu kommen, also weiterkommen. Es wird weitergeführt, da ja jetzt auch Sommerferien sind und da habe ich jetzt eigentlich einigermaßen viel Zeit. Oh, 6 Wochen lang nichts tun. Was will man mehr? Gamescom ist auch bald, aber ich fahre nicht auf die Gamescom. Weil ich finde, ich bin der Meinung, mit 15 Jahren rentiert sich nicht wirklich auf die Gamescom zu gehen. Weil die meisten... interessanten Spiele sind jetzt nicht unbedingt am 12 und... Tja, man muss eh so ewig anstehen bei der Gamescom. Würde mich mal interessieren, wer von euch schon mal auf einer Gamescom war oder wer dieses Jahr hingeht und was ihr da vorhabt so zu machen, ob ihr irgendwie wegen irgendwelchen bestimmten Spielen oder so auf die Gamescom geht oder ob ihr einfach
planlos durch die Gegend läuft und euch alles anschaut. Es wird mir echt mal interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Oh, was ein Scharfschütze, du. Oh, jetzt geht's aber los. Oh, drei Schüsse, drei Treffer, du. Ich sag's dir. Ja. Jetzt cheaten? Ja, okay, da rennt's auch so rum. Ich dachte, dass der so hier hinten so runterläuft, weil die ganzen Bäume weg sind. Das wäre nicht so geil gewesen. Nein! Also, er lebt ja immer noch. Warum schießt er denn nicht auf den da unten? Ja, jetzt macht doch den da weg. Ja, was ist mit dem da? Renn hin. Mach ihn kaputt. Boah. Also ich bin echt kurz davor, hier einfach eine Mauer hinzumachen. So eine kleine. Dass ich hier einfach einen Bogenschützen hinstellen kann, dass der da ein bisschen drum decken kann. Also wird es ja echt nichts, wenn die hier drüben einen und die Mauer einreißen. Also wenn ich das so bauen würde, dann wäre das Ecke hinten schon wieder nicht sicher. Weil er kann von da aus auch nicht bis hier schießen. Ich könnte es so machen. Dass es quasi so geht, aber das wird auch komisch aussehen. Ah, egal, wir bauen es einfach. So. Nee, warte. So muss das Ganze werden. Dann machen wir hier irgendwo so ein Torhaus rein. So, weil das da hinten ist ja echt... Da muss man schon so oft was reparieren. Okay, dann machen wir hier einen Block rein und so. Okay. Lass mal erstmal das hier bauen. Dann stelle ich wieder hier drüben hin. Ja, okay, es wird ja ganz in Ordnung aussehen eigentlich. Ich finde das ist ganz geil gemacht in Castle Story. Dass man wirklich... Also man kriegt eher mit, woraus beim Burgbau ankommt. Also ist auch verglichen mit Burgbau im Mittelalter, möchte ich mal behaupten. Das finde ich einfach irgendwie eine viereckige Burg bauen kann. Wegen toten Winkeln und was weiß ich. So, wir spawnen mal noch ein paar mehr Bauarbeiter. Ich fände es ganz cool, wenn man die irgendwie einteilen könnte, dass man sagen könnte, du willst die Baugruppe aus zum Beispiel. Und dann sagst du, was weiß ich, 30% der Art Bricktrons konzentrieren sich auf das Gebiet hier und die anderen 70% konzentrieren sich auf das Gebiet oder so, dass man es so mit Prozentzahlen einstellen könnte. Ob das nicht jedem Brick schon einzeln sagen muss. Oder irgendwie halt eben, dass du halt dann 0 von 8 steht dann dran und dann wählst du, keine Ahnung, 3 von 8 aus und die rennen hier rüber und die anderen 5 arbeiten hier drüben oder so. Weil meistens stehen die sich dann doch einfach nur im Weg, wenn die jetzt alle hier drüben bauen. Beziehungsweise, es geht nicht allzu schnell voran. So, also hier will ich eine Treppe hin. Ah, die Leiter. Oh, die habe ich ganz vergessen. Also ich habe gewusst, dass ich eine Leiter hinmachen will. Das war mein Plan eigentlich. Aber ich habe vergessen, dass ich für die Leiter auch eine Treppe brauche, dass sie da rankommt zum Bauen. Verdammt. Na okay, aber ich kann sie eigentlich... Die hier kann ich hier so bauen. Dann reiße ich die Treppe Stück für Stück ab und baue da stattdessen die Leiter hin. Und hier drüben... Es ist anders. Hier drüben ist es eh doof.
glaube, da muss man auf den Turm hier drüben einfach gar nicht rauf. Aber ich will auf den Turm raufkommen. Oder ich brauche hier oben nochmal so eine extra Treppe. Also nochmal so ein Dings. Mache ich glaube ich einfach. Schlecht aussehen wird es bestimmt nicht. Wenn wir hier oben nochmal so einen kleinen Übergang haben, haben wir da halt zwei Übergänge. Banjo. Ja, das wird schon. So. Dann muss jetzt hier müssen schon die Zwischendinger rein. Richtig? Richtig. So, damit wir überall Bretter hinkriegen. Darum ist es einfacher. Einfach wieder weiterbauen. Ah, hier kann auch so einer ran. Okay, dann muss hier wir das ganz durchziehen. Ja, machen wir. Das ist so eine Art Tunnel. Und hier müssen Bretter rauf. Aber hier ist es ja wieder egal. Hier können wir wieder vorplanen wie noch was. Bei drei Ebenen, das ist ja Schnuppe. Das haut ja eigentlich immer hin. Also wie gesagt, Gamescom, ob ihr da irgendwie total planlos rumritten und euch einfach alles anschaut oder eben nur für ein oder zwei Tage hingeht und euch gezielt eure Wunschspiele raussucht oder eure Wunschstände und euch die anschaut. Ich werde wahrscheinlich eben nächstes Jahr gehen auf die Gamescom. Einfach weil es sich mit 15 Jahren dann doch schon mehr rentiert. Mit 16 meine ich. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, ob ich hier nicht beidseitig Zinn dran machen soll. Was mache ich sogar? Da kann ich hier auch gleich so machen. Okay. Okay, das sieht auch ein bisschen doof aus. So. Schmeiß die Baumstämme auf den Boden. Dankeschön. Das ist hilfreich. So. Jetzt muss hier oben das hier noch abgerissen werden. Ich habe auch das Gefühl, dass abreißen auch eine andere Priorität hat als bauen. Was auch ein bisschen schade ist eigentlich. Ist ja auch cool, wenn man das einstellen könnte. Ich glaube, ich muss mal bald ins Forum gehen und so ein paar Vorschläge posten. Weil ich ja doch einige Ideen an den Start bringe. Möchte ich mal. Das möchte ich mal so behaupten, in die rumstellen. Kommt ihr da ran? Ja, das sollte ihr da rankommen. Ah, jetzt reißen wir es ab. Aber er ist in unserem Block. Ja. Das hat mich halt irgendwie an Tetris erinnert, wie da so der Block dann einfach nachrutscht. So, da haben wir hier so eine Brücke. Dann kommen die auch hier rüber und dann können die Leitern abreißen. Also die Treppen. Wir können schon wieder Bricktrons spawnen. Also einen Bogenschützen brauchen wir noch. Ich kann die von hier unten eigentlich auch schon hochstellen. Ist ja egal. So, wieder auf die Zinnen, habe ich ja schon mal erwähnt. Habe ich ihn schon gespawnt? Ja, da unten. Der Grocko. So. Du gehst mal zwischenzeitlich hier hin. Gleich spawnt wieder die nächste Welle. Können hier irgendwie raufklettern? Ah, die können hier rum. Hier hochkommen. So, Ralf. Die Baugruppe.
Jetzt haben wir hier drüben 4 Bogenschützen. Und der eine auch. Da hat zwei Pfeile drin und ist runtergefallen. Oh, die haben den Bogenschützen erwischt. Und ein anderer Schwertkämpfer fehlt auch. Der ist hier drüben. Big. Oh, wir können ja mit schon spawnen, wie noch was. Oh, wir haben den Bogenschützen verloren. Ich weiß seinen Namen nicht. Oh, hier geht's ja mittlerweile echt richtig ab. Ach, ist das niemand mehr in der Posttruppe? Spawnen wir mal 2 Stück. Okay, jetzt haben wir auch keine Energie mehr. Mario und Mod. Gut, ihr geht putzen. Ey, hier sieht's aus. Schon nur hier hinten. Wir kriegen hier nochmal gefühlte 30 Steine raus. Okay, da hinten kommt ihr auch noch überall ran. Ach, du kommst da nicht runter. Warum kommt ihr denn da nicht runter? Ist das ein schräger Block? Nee, da solltest du doch eigentlich raufkommen. Kein Bock mehr. Kennen wir nur zu gut, dass wir alle am Streiken sind. Oh mein Gott, ist halt... Beta? Beta jetzt? Ja, ich glaube Beta. Early Access. Machst du nix? So. Also wenn es hier fertig ist, dann wird es auf jeden Fall richtig helfen. Da kann ich einen Bogenschützen hier hinstellen. Vielleicht noch einen zweiten hier hinten hin. Aber den brauche ich glaube ich gar nicht mal, weil hier beim Haupttor, da ist ja alles in Ordnung eigentlich. Da sind wir ja ziemlich sicher. Was man nicht oft genug sagen kann, es ist richtig geil, dass ihr so viele Kommentare schreibt. Ah, da kommst du nicht vorbei, Bobo. Bobo ist nicht mehr der Babo. Oh, oh, oh. Aber warum platzierst du da nicht? Komm, Kleid. Bau. Dankeschön. Jetzt können nämlich auch alle weiterlaufen. Bis der erste Dev kommt und da einen Stein platziert, dann kommt wieder keiner vorbei. Ja, und Ralph ist auch... Ja, was machst du? Ja, nee, nicht hier in Bauen, sondern... Irgendwie direkt vorne. Ah ja, okay, mittlerweile wisst ihr sogar, dass man seinen Laufweg vielleicht frei halten sollte. So, wo ich denke, ich mach genau bei den Kommentaren. Ich find's echt richtig geil, wenn man jeden Tag irgendwie 5 neue Kommentare kriegt oder sonst irgendwas. Find ich richtig cool von euch. Wollen wir hier nochmal... Nee. Also ich habe auch überlegt, ob ich hier nochmal einen Turm hinbauen soll. Gerade eben noch, aber... sind halt eh wieder bloß im Chaos. Ich bin ja schon richtig froh, dass hier drüben die Türme endlich fertig sind. Bis auf die Leiter, versteht sich. Aber die Bogenschützen sind auch schon drauf. Ich hätte vielleicht so Fenster reinmachen sollen. Das hätte schon auch cool ausgesehen, weil hätte die Zwischenebene auch einen Sinn. Wenn hier so Schießscharten reingemacht hätte. Naja, egal. Ich finde das hier drüben irgendwie noch am coolsten. Diesen kleinen Mauerboller hier nochmal. So, dann kann ich das hier auch abreißen. Das will ich Stück für Stück machen. Einfach Safety first. Nicht, dass die jetzt den unteren Block abreißen und dann an den Rest nicht mehr rankommen. Weil der bleibt da dann kleben an der Wand. Soweit ich weiß zumindest. Habe ich noch nicht ausprobiert. So, wir haben ja Steine wie noch aus. So, erst wie wollen wir das drüben machen? Das ist schon wieder so eine Frage. Ich glaube einfach so, dass
jetzt einfach so machen, die Mauer. Dann haben wir auch keinen toten Winkel, wenn wir zwei Bogenschützen draufstellen. Ja, so müssen wir es ja mal machen. So, dass wir auch wieder mit Bäumen eben unsere Dings haben. So muss es werden. Unseren Wehrgang aus Holz halt. Wird die Mauer wieder mal so dick. So weit brauche ich ja gar nicht bauen. Nee, so weit auch gar nicht. Ja, so ist auch doof. Ich würde gerne bis hierhin. Ja, bis hierhin so. So. Dann ist alles wieder auf der Grundebene und ab da kann dann richtig gebaut werden. Ich meine, das sieht immer ein bisschen doof aus, aber mein Gott. So wird halt gebaut in Kassel, sorry. Haben wir keine Bretter mehr. Wir haben kein Holz. Hilfe, Hilfe. Zweiter Holzfäller. Wir brauchen dich. So, dann nehme ich von euch Bauer, von euch meiner Mann, ich nehme ich nochmal einen, der mitbauen kann. Aber wir haben ja so viele Steine momentan. Es baut noch einen Holzfäller. Wir haben ja Brickchance, wir haben 29 Brickchance momentan. Also Soldaten und, es ist ja darin gespawnt. Das ist nicht dein Ernst. Ah, geht doch. So viele Brickchance hatte ich auch noch nie. Das ist ja ein Gewusel mittlerweile, sehr schlimmer als bei die Siedler. Ah, da ist eh Siedler 3, bestes Spiel. Nicht die Neuauflage, die finde ich gar nicht so cool, aber das richtig alte Siedler 3, das finde ich. Mit den Japanern, was gibt's alles? Japaner, Römer. Die dritte Fraktion vergesse ich immer. Ne, Maya sind sie nicht, oder? Bei Siedler 3. Oh Gott. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das Spiel war richtig, richtig geil. Oder auch Siedler 4 noch. Die ganz alten habe ich ja nicht gespielt hier. Siedler 1 und Siedler 2, aber Siedler 3 und 4 waren einfach bloß richtig, richtig geil. Super geile Sache. So, wir machen wieder 2 breit, glaube ich. Schmeiß die Hälfte runter, Mensch. Irgendwann trefft ihr noch einen. Der findet das nicht so lustig.